So, wie war denn das? Wo war der nächste Speicher? Hier nicht? Ja, gegebenenfalls. Dafür müssen wir nur einmal runter. Aber das ist nicht schlimm. Ich möchte nämlich keine Medizin benutzen. Dann gehen wir erstmal nach unten, würde ich sagen, oder? Wir müssen leider den langen Weg nehmen. Den schnellen Weg gibt es nicht. Hallo. Ja. Drei auf einen Schlag. Und ich gehe gerade nach oben, wie so eine dumme Sau. Oh, ich gehe nach oben. Fuck. Egal. Ja, dafür brauchen wir einen Schlüssel. I know. War hier nicht auch ein Speicher irgendwo? Und irgendwas war hier mit, glaube ich. Mich zu erinnern zumindest. Irgendwas war doch hier. Yep, turn it on. Irgendwas passierte jetzt. Ich weiß nur nicht mehr was. Kriegen wir irgendwie einen Schlüssel dadurch oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. So, und jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ich kann sogar die Leiter nehmen. Ach, ich kann sogar hier die Leiter nehmen. Bin so doof, die geht ja durch. Ich vergesse das nur immer. Ach, du bist ein Arsch. Ach ja, ganz unten war jetzt irgendwo was mit dem Wasser. Wieder da, wo wir schon einmal waren, im Basement 2. Da war was, stimmt, ich erinnere mich. Ich will nur gucken, dass ich vielleicht das Kapitel hier noch schaffe. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Morgen geht's vielleicht sogar weiter. Entweder hiermit oder mit Parasite Eve oder wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir spielen können. Ich will auch irgendwann jetzt endlich mal wieder was Kleines spielen, was ich auch mit Facecam spielen kann. Aber ich habe momentan einfach keine Idee. Geht's dir, Jerry? So, wie sah jetzt der Plan aus? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Einmal runter in den Keller gehen, gucken, ob da was war. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hochgehen in den dritten Stock und dort eins der Löcher benutzen. Wie ist das Wertebefinden? Ganz okay. Also solange es nicht, es hört sich scheiße an, irgendwas Zwischenmenschliches ist, ist es in Ordnung. Momentan. So. Ja, das Wasser tut sich auf. Das Wasser tut sich auf, was? Irgendwas war doch hier, oder nicht? Was war es denn? Ich habe keine Erinnerung. Na, das ist nur eins der Fledermaus-Insektenviecher. Something's
is written on the plate. To turn on the lights, um die Lichter im dritten Stock in der Zellen anzuschmeißen, muss man das Wasserrad drehen. Denkt daran, das Wasser muss fließen in die Richtung des Wasser, des Wasser, Wasser. Was war Waterwheel gerade nochmal? Wasserrad. Natürlich musst du auch die Schleusen oben auf dem Dach öffnen. Haben wir alles erledigt, danke. Erinnert dich an Silent Hill irgendwie. Ist auch Silent Hill, was wir gerade spielen. Wir spielen Silent Hill 4, The Room. Also das Spiel heißt The Room. Ohne Spaß. Silent Hill 4, The Room. Das heißt wirklich so. Auch wenn es da manchmal Verwirrung gibt. Lass mich in Ruhe! Also Stockwerk 3 wieder. Lagen wir also doch richtig. So, das ist die falsche Leiter. Schnauze da oben. Schnauze. Das ist die richtige Leiter. Den Teil hast du nicht gespielt. Das ist einer der wenigen Teile. Ich habe fast alle Teile gespielt. Also ich habe mehr als die Hälfte gespielt, so muss ich es sagen. Ich habe nicht fast alle Teile gespielt, aber ich habe mehr als die Hälfte gespielt der Silent Hill Teile. Ach Mann, kannst du nicht mal weg von meiner Stirn. So, das müsste das dritte Stockwerk sein, richtig? Yes. Ach, da ist er. Okay. So, wo sind die Zwillinge? Da ist einer! Aua, Arschgesicht. Das Licht ist an. Ja, jump into the hole. Wenn es falsch ist, dann ist es falsch. Ich weiß nicht mehr, welches das Richtige war. Durch eins mussten wir immer wieder springen, aber anscheinend ist das hier richtig. Jump in the hole, weil wir mussten in mehrere Löcher springen. Meine ich war das. Jump in the hole. Pipe Weapon, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Zwillinge hier unten wieder sind. Haha. Jetzt ist es offen. Oh, ich weiß, wo ich bin. Sehr schön. Jetzt ist es offen. So, wo sind wir? Ah, hier sind wir. Okay. Basement 1, Basement 1. Du warst nie weg. Bist du dir da sicher, Grazi? Sind wir jetzt wieder hier, wo die Zwillinge waren? Ja! Entschuldigung. Falsche Tür. Lässt sich nicht öffnen. Öffnen. Mit O. Ah, wir sind doch falsch. Wir hätten ein anderes Loch nehmen müssen. Wir müssen in die Küche. Nein, wir müssen nicht in die Küche. Wir sind im Civilians Room. So. Wo war denn das? Durch irgendein Loch mussten wir jetzt gucken. Hier liegt ein Dokument. Okay, dem Bot muss ich doch noch sagen, dass es irgendwie falsch ist, was er da macht. Dieser Ort wiederholt sich immer und immer wieder. Die Türen zu den Zahlen der Zellen öffnen sich nicht mehr. Was? Nein, die Türen einiger Zellen öffnen sich nicht mehr. Als Ergebnis können die Kinder dort drin nicht mehr raus. Aber je weniger sie darüber Bescheid wissen, umso besser.
Ich kann die Türe nicht mehr öffnen, aber durch den Raum hier kann ich sie weiterhin beobachten und kann sie dabei beobachten, wie sie immer mehr abmagern. Na super. Kannst du ihnen durch die Löcher nicht was zu essen geben, wenigstens? Ohne dass sie duschen können, sich waschen können, werden sie zu riechenden kleinen grauen Klumpen dort drin. Wenn ich dem Vorschlag eines Technikers folge, werden wir die Leichen am besten los, indem wir Löcher vom Boden, durch den Boden der Zellen graben. Da die Stockwerke des Gebäudes alle einzeln voneinander gedreht werden können wir... Ah, das mussten wir jetzt machen. Oh, wir mussten die richtig drehen. Wie war denn das? Können wir die Körper, ohne dass es irgendjemand rausfindet, durch die Zellen vertikal einfach loswerden? PS? Chef, ich bin mir sicher, dass du Interesse daran hast, den Verhörraum hinter der Küche zu sehen. Ich verstehe, wie sie sich fühlen, aber haben sie es bemerkt? Dort sind drei Räume voll mit blutigen Betten. Eine auf dem ersten Stock. Ach, genau, die blutigen Betten. Wir mussten darauf jetzt achten. Eine auf dem ersten Stock, eine auf dem zweiten und eine auf dem dritten. Wir müssen die drei in eine Linie bringen und bingo! Genau, es waren die blutigen Betten. So, welche waren denn die blutigen Betten? Da ist ein blutiges Bett. Da, unten, links. Go up. Wir sind auf welchem Stockwerk? 2. Da müsste ja jetzt das blutige Bett hier sein. Ist es aber nicht. Wo ist das blutige Bett? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wo ist das blutige Bett? Hier auch nicht. Hier. Also müssen wir es 1, 2, 3, 4 Mal nach rechts drehen. Turn right. Ich weiß noch nicht, wie oft wir es 1, 2. Wir gucken jetzt, ob es passt. Wir machen vor 23 Uhr Schluss, Grazie, keine Sorge. Hier müsste es jetzt sein, richtig? Nope. Auch nicht. Wo ist es jetzt? Auch nicht. Da ist es. Ja, ist nicht mehr lang, ist nur noch eine halbe Stunde. Ich weiß. Es tut mir auch leid. Ich versuche mich ja zu beeilen. So, wir drehen es nochmal. Und nochmal. Wir probieren das jetzt einfach. Ich möchte nur noch das hier machen. Wir sind so gut wie fertig damit. Und noch ein letztes Mal, wenn ich es denn richtig in Erinnerung habe. Wir werden gleich auf dem Weg runter nochmal alle Räume kontrollieren. So. Entweder das oder das andere muss es jetzt sein. Hier ist es nicht. Hä? Wo ist es denn jetzt? Hier. Haben wir 1 zu 4 gedreht?
Wir haben eins zu viel gedreht, richtig? Scheiße. Haben wir eins zu viel gedreht? Go down. Bin mir nicht sicher. Ich möchte nur dieses Rätsel machen, weil das beknackt ist, das Rätsel. Hiya. Eine Memo. Die geheime Nummer, um durch die Tür hinter der Küche zu kommen, ist der Monat 0302. Das schreibe ich mir jetzt auf, sonst vergesse ich das wieder. Fragt sich nur, wo mein Notizzettel ist. 0302. So. Danke für Ihre Kooperation. So, theoretisch müsste der Raum hier sein. Richtig? Richtig. Ist aber nicht. Denn er ist wo? Hier nicht. Also 1. 2, okay. 2 mal nach rechts. Wenn es denn dann richtig ist, ich hoffe es doch. Eigentlich müsste da dann Licht durchscheinen. Oh, es tut sich was. Ist es richtig? Es öffnet sich. Ach, ich gucke in das falsche Zimmer. Müssen wir alle Zimmer jetzt danach ausrichten? Oder ist jetzt alles richtig? Da ist das blutige Bett. Ich glaube, wir müssen alles danach ausrichten. Das heißt, alle Zimmer müssen nochmal einen wieder nach links. Richtig? Oh, das ist so ätzend. One left. Aber er dreht immer in die gleiche Richtung. So, das müsste ja jetzt dort sein. Jo, aber es leuchtet kein Licht durch. Das irritiert mich etwas. Musste dann nicht Licht durchscheinen? So, und das muss theoretisch auch einen nach links. Ach, das kann ich gar nicht nach links. Das lässt sich ja nicht drehen. Also Rückwärtsgang. Wir mussten uns nach dem Zimmer unten orientieren. Das war's. Henry! Go up. Das heißt, dass hier wieder einen nach links. Ach, rechts meine ich. Und das nächste auch wieder einen nach rechts. Dann müsste es das gewesen sein. Richtig? Nach Adam Riese und Eva Zwerg? Turn right. Oh bitte, lass das richtig sein. Ja, wir haben Licht! Das müsste jetzt durch die anderen Zimmer auch alles scheinen. Richtig? Yes! Ja! Gut, wir können durch die Löcher durch. Ach, wo gehe ich denn hin? Ich doof. Hier auch nochmal überprüfen. Yes! Wir haben es richtig gemacht. Ich habe es richtig in Erinnerung. Ich weiß, dass ich in diesem Scheißrätsel lange gehangen habe. Stay in there. God, please. Good God, let me out of here. I'm trying to die in here. Make me stay in there, Walt. Walt, I'm telling you, stay down.
Hello. Who is that boy? And who are you? His name's Walter. Walter Sullivan. I used to work at the orphanage watching the kids. I'm Andrew DeSalvo. Ah, Esther, okay. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo-jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh, God. Oh, my God. Oh, my God. Aber auch nur, weil es ihm gut eingeredet wurde. Mit dem ganzen Kult-Scheiß. Walter tut mir so leid deswegen.